willkommen bei Ein Mensch 100 Games, der Videoreihe, in der The Wolf Among Us im Ranking vor Life is Strange steht. Es dürfte keine mehrheitsfähige Meinung sein, doch das hier ist mein Ranking und manchmal bin ich etwas sonderbar. Mir hat das Spiel unterm Strich einfach besser gefallen. Wenn man, wie ich, viel Videospielmusik auf YouTube hört, entdeckt man oft Kommentare, in denen Leute beschreiben, dass sie minutenlang im Menü verharrt haben, nur um der Musik zu lauschen. Ich glaube, dass viele Menschen zu emotionaler Übertreibung neigen, wenn sie über ihre Hobbys reden, aber im Fall von The Wolf Among Us war ich das ganze Spiel über immer wieder fasziniert vom Menüscreen. Die Atmosphäre, die langsam schreitenden Schattenfiguren und mittendrin Bigby Wolf. The Wolf Among Us ist ebenso wie Life is Strange ein Spiel mit starkem Fokus auf die Geschichte. Es ist eins der zahlreichen Telltale-Spiele, die in den 2010er Jahren allen voran mit The Walking Dead, aber auch vielen weiteren Reihen eine Art eigenes Subgenre erschaffen haben. Sie basieren auf Entscheidungen und ihren Konsequenzen sowie auf dem Verhältnis der ProtagonistInnen mit anderen Figuren. Die Gameplay-Anteile sind minimal, mal sucht man was, mal gibt's Quicktime-Events. Meistens geht's darum, aus Antworten und Fragen zu wählen und sich mit moralischen Problemen oder Dilemmas zu beschäftigen. The Wolf Among Us basiert auf der umfangreichen Graphic-Novel-Reihe Fables von Bill Willingham, das eine Welt schafft, in der Fabel- und Märchenwesen aus ihrer Welt vertrieben wurden und nun als ExilantInnen in einer Enklave im echten New York wohnen und dort in einem komplexen gesellschaftlichen Verhältnis ein neues Leben führen, das von Armut, Machtkampf, Kriminalität und Misstrauen geprägt ist. Das Spiel ist sehr gut darin, diese Welt zu porträtieren und nutzt dafür einen Neon-Film-Noir-Stil, was erstaunlich ist, weil es deutlich von den Zeichnungen der Buchreihe abweicht. Es trägt auch nicht den Namen der Reihe, Fables, und diese Abkehr von einer so populären Vorlage zeugt von einem gewissen Selbstbewusstsein und gelingt aus meiner Sicht hervorragend. Manche Erzählungen schaffen es ja, über sich hinaus ein Interesse an der Welt, in der sie spielen, zu wecken. Das konsensualste Beispiel dafür mag Star Wars sein. Ich interessiere mich dann nicht nur für die Handlung, sondern auch für die Zusammenhänge der Welt, die Historie und die unerzählten Aspekte einer Geschichte. Und wenn ich darüber nachdenke, wie gut mir The Wolf Among Us gefallen hat, dann ist die Tatsache, dass das Spiel mich dazu gebracht hat, die ersten Bände einer mir bis dahin völlig unbekannten Graphic-Novel-Reihe zu kaufen, ein entscheidender Faktor. Dass diese hochgelobten Bücher meine durch das Spiel geschürten Erwartungen dann nicht halten konnten und ich das abgebrochen habe, spricht dann umso mehr für das Spiel. Mir scheint das Spiel nämlich viel nuancierter und interessanter zu sein als die Vorlage, aber es kann auch sein, dass sich das im Laufe der Reihe ändert und es nur mein Ersteindruck von den Büchern ist. Das Gameplay im Spiel ist sogar für Telltale-Maßstäbe rudimentär, aber dafür stellt das Spiel aus meiner Sicht die Stärken der Erzählweise noch stärker in den Vordergrund als andere Titel. Es gibt gute Ansätze von Detektivarbeit, denn man übernimmt die Rolle des Sheriffs Bigby, der in der Fabelwelt der große böse Wolf war. Bigby ist ein gut geschriebener Charakter, obwohl er tatsächlich in diesen einsamer Wolf-Typus sehr gut passt, der hart aber gerecht ist, eine Urgewalt aber verletzlich. Aber das Spiel erzählt vornehmlich eine persönliche Geschichte, die zugleich genug ungelöste Mysterien bietet, um spannend zu bleiben. Sie spielen nicht einfach nur die Klischees des Genres runter, sondern sie verstehen sie und nutzen sie, um die eigentliche Geschichte zu erzählen. Gemeinsam mit Schneewittchen stolpert man als Bigby von einem Mordfall ausgehend in immer tiefere Verstrickungen, die alle etwas über die Welt und ihre sozialen und politischen Zusammenhänge erzählen. Und nach entblättert sich die Geschichte, im Kleinen wie im Großen, und meine Wahrnehmung der Figuren veränderte und erweiterte sich dabei stetig. Bigby ist in dem Sinne, wer es kennt, sehr vergleichbar mit Joe Miller aus The Expanse und ähnlich charismatisch. Die audiovisuelle Darstellung unterstützt das Spiel sehr. Es war für mich eine neue Art von Setting, gerade in einem Videospiel, und die dadurch so frisch und gut erzählte Geschichte hat das Spiel für mich einfach sehr rund werden lassen. Und um den Vergleich zu Life is Strange doch nochmal zu ziehen, Life is Strange klingt bei mir viel mehr nach und hat wesentlich mehr Tiefe, aber The Wolf Among Us hat mich komplett zufrieden zurückgelassen und war ein durchgängig positives Spielerlebnis. Zwar konnte die letzte von 5 Episoden das Niveau aus meiner Sicht nicht ganz halten, aber es war jetzt kein schlechtes Ende und hat auch nichts von dem eingerissen, was zuvor aufgebaut wurde, was ja durchaus auch vorkommen kann. Zum Schluss will ich noch sagen, dass es nun, da ich diesen Text auf Basis von bruchstückhaften Notizen zusammengefügt habe, schon sehr lange her ist, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Ich erinnere mich daran, wie gut mir das Spiel gefallen hat und wie aufregend es war, danach die Buchreihe zu kaufen, doch die Details des Spiels sind ein bisschen verflogen. Ich muss mich hier also auf mein Gefühl verlassen, wenn ich es auf Platz 47 setze. Da das Spiel nicht ganz so bekannt ist wie viele andere Telltale-Reihen, kann ich dieses Spiel jedem sehr empfehlen, der diese Spiele mag und sich nicht laufend darüber beklagt, dass man ja gar nicht wirklich irgendeinen Einfluss auf die Story hat. Denn zu diesem aus meiner Sicht falschen Vorwurf
werde ich gegebenenfalls etwas mehr in einer späteren Folge sagen. Für nun bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bereite mich auf das nächste Video vor. Bei Platz 46 muss ich aufpassen, dass die Folge nicht länger wird als das dazugehörige Spiel. Was das bedeutet, erfahrt ihr hoffentlich bald bei Ein Mensch 100 Games. Auf Wiedersehen.